Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Mass Effect die Legendary Edition. Und wir spielen natürlich Mass Effect 1 nach wie vor. Was ist denn hier? Irgendwas zeigt er mir hier an. Vielleicht irgendein cooles Mineral, das ich mitnehmen kann. Wir müssen diesen Asteroiden hier davon abhalten, irgendwelche blöden Dinge zu tun. Nämlich auf einen kolonisierten Planeten runter zu hüppeln. Okay. Körper von G. Mendel. Okay, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen eklig. Was auch immer hier so passiert ist. Schauen wir doch mal. Dieses Opfer wurde brutal verprügelt und dann aus nächster Nähe von einem Pistolenschuss in den Hinterkopf getötet. Vielleicht hat er sich ergeben und wurde dann von seinen sadistischen Verfolgern exekutiert. Ui, ist aber nicht nett. Erste-Hilfe-Station. Da haben wir Medigel. Oh, Stationsprotokolle. Letzter Eintrag, Forschungsstation 3, protokolliert von Techniker G. Mendel. Der zentrale Funkturm ist mal wieder defekt. Nie hört mal jemand auf meine Warnungen bezüglich einzelner Fehlerquellen. Ich bin überrascht, dass unsere Oberflächenkommunikation überhaupt funktioniert. Wenn Slice auftaucht, um mich abzulösen, werde ich mal sehen, ob ich die alte Lady wieder flott bekomme. Okay. Offensichtlich sind da Dinge kaputt gegangen. Und wir haben hier ein Techniker-Kit, das ich auch öffnen kann. Ein Universalwerkzeug. Cool. Das nehmen wir doch gerne mit. Okay. Oh, das sieht doch hier so super geil aus hier. Meine Fresse. So, der Ausblick. Mega. Gefällt mir sehr gut. Ha. Jetzt darf ich nur nicht den Fehler machen, hier zu viel zu gucken. So, hier sind die Antriebe. Und hier ist auch nochmal ein Funkturm. Okay, ich glaube mal, ich nehme mir jetzt den Funkturm als Ziel. Okay, dann fahren wir doch mal eine Runde. Und wenn wir nebenher dann bei irgendwelchen lustigen Antrieben vorbeikommen, ist es natürlich auch nicht verkehrt. Ach ja. Doch, cool. Das ist mal eine witzige Mission irgendwie. Mal hier ordentlich alles zerbröseln. Schrägstrich. Lasst uns mal ein bisschen der Katharsis frönen, Dinge zerstören und so weiter. Und hier sind auch gleich noch Dinge. Sind das irgendwie Verteidigungstürme oder so? Ich sehe das von hier aus noch nicht. Aber ich glaube, hier werden wir dann mal ein bisschen aufpassen müssen. Sie sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber ich... Mist, muss weg. Ah, okay, hier sind Geschütze. Einer weniger. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo diese ganzen Verteidigungsdinge sind. Ah, und da oben ist auch noch eins. Ich darf nur nicht damit... ich muss gucken, dass ich hier nicht den... den Schild verliere. So, eins weiter ist kaputt. Jetzt muss ich noch gucken. Hier ist nämlich noch eins. Ich sehe die halt nur nicht so gut. Wenn wir drauf zufahren und drauf schießen, dann geht das alles gut. So. Hier ist doch auch noch irgendwo eins. Ah ja, das ist hier... Oh, okay. Okay. Bums. Und erledigt. Sehr schön. Okay, vielleicht können wir hier dann den ersten Bunker irgendwie zerstören oder so. Ich weiß jetzt noch nicht so recht, was wir hier genau machen müssen. Aber wahrscheinlich hochfahren und ausschalten oder so. Ah, ich glaube, das ist hier so ein Eingang. Okay, ich speichere mal kurz, falls hier irgendwie was Blödes passiert. Das wissen wir ja nie vorher. Und dieser KI-Fall, also diese Mission, die wir da gemacht haben, die hat mich schon sehr vorsichtig gestimmt, ehrlich gesagt. Vermutlich haben wir jetzt hier dasselbe vor uns, dass wir uns durch irgendwelche Ecken durchprügeln müssen. So, dann schauen wir doch mal, welche Knarre nehme ich heute. So.
So, gucken wir doch mal. Oh lala. Hoppala. Ha, hallo. Die gucken aber nicht sehr freundlich. Batariana. Harak, Chat, Chat. Lass die Waren frei. Nix gegen eine schöne Schrotflinte. Eieiei, das ist natürlich mal witzig. Haben wir hier noch einen? Ja, da ist noch einer. Hallo, Kumpel. Guck mal. Voll ins Gesicht. Und das war's. Thema erledigt. Eieiei. Okay, die waren jetzt aber nicht sehr freundlich hier. Muss man ja schon mal sagen. Das finde ich immer nicht so nett. Okay, aber immerhin, wir haben sie erledigt. Wir haben auch nur einen kleinen Kratzer abgekriegt, der auch schon wieder weggeheilt wurde, was ich sehr persönlich schön finde. Okay, was haben wir denn hier? Okay, hier geht's hoch, aber hier hinten ist noch ein Zimmer. Das müssen wir natürlich auch erstmal durchsuchen. Ich habe so das Gefühl, dass wir auf diesem Mond, Asteroiden-Dingsbums noch einiges finden werden, das uns vielleicht nicht ganz so gut gefällt. Oh, Granaten. Zwei Granaten mehr sind auch zwei glückliche Granaten. Einfache Dishes. Es war so klar. Es war so klar, dass ich hier wieder irgendwie dumme Dinge machen muss. So. Plöck. Das hätten wir. Gibt es hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nö. Dann müssen wir einfach weiter. Gucken wir doch mal. Also nach oben müssen wir auf jeden Fall. Da sind wahrscheinlich noch ein paar mehr. Würde ich mal stark von ausgehen, dass wir da noch ein bisschen Überraschungen erleben werden. Oder? Wollt ihr mal mitkommen? Ich traue der Sache hier einfach nicht so. Wobei, hier ist noch eine Tür. Ah, ich glaube mal, hier ist die Antriebsstelle. Ach ja, cool. Clock, Antrieb deaktiviert. Och, und schon wieder, ey. In dieser... Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Waren Sie das? Können Sie mich hören? Wer sind Sie? Was ist hier los? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terra Nova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit Ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terra Nova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ich muss weg. Viel Glück. Okay. Offensichtlich funktioniert in dieser Galaxis aber auch wirklich alles auf der Grundlage dieses nervtötenden Minispiels. Oh. Ja. Aber wir können das ja inzwischen so ein bisschen, zumindest einigermaßen. Nur noch zwei Antriebe zu deaktivieren, das schaffen wir auch noch. Ach ja, mal gucken, wie viele von den Dingern wir uns hier durchkämpfen müssen, aber drei werden es wahrscheinlich schon sein. Vielleicht haben wir da noch irgendwie so einen Hauptraum oder so. Mal gucken. Huch! Ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? Meine Schilde haben den Treffer abgefangen. Nichts passiert. Ich gehöre zur Allianz, Commander Shepard. Simon. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terra Nova erreichen. Da unten leben 4 Millionen Menschen, Shepard. Ich... Meine Familie... Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Überall Batarianer und ich muss alle drei Fusionsantriebe abschalten. Sollte ich sonst noch was wissen? Einer der Fusionsantriebe steht inmitten scharfer Zündkapseln. Bei unserer Ankunft auf Terra Nova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nahe rankommen.
Bewegen Sie sich einfach langsam und vorsichtig. Dann sollte es kein Problem geben. Sie haben sie angebracht. Können Sie sie auch deaktivieren? Leider nicht von hier aus. Am Eingang zur Fusionsanlage innerhalb des Detonationsbereichs gibt es eine manuelle Steuerung. Dort können Sie die Kapseln entschärfen. Eine Sache noch. Ein paar meiner Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Diese Batarianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren immer warten, bis die Opfer auch tot sind. Wissen Sie, wo ich sie finde? Sie haben unsere Außenausrüstung überprüft. Am einfachsten wäre es, wenn Sie sich in den Funkturm an der Oberfläche einklinken. Die Ausrüstungsstationen erscheinen dann auf Ihren Sensoren. Ich habe einen Ihrer Leute gefunden. Er hat es nicht geschafft. Verstehe. Gut. Vielleicht sind die anderen beiden noch da draußen. Man weiß ja nie. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batarianer haben sie als Geiseln. Eine Frau namens Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batarianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinen besten Ingenieuren. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie sich verstecken können. Wenn die Batarianer zurückkommen und Sie finden... Ja, ich sollte mich wohl besser rar machen. Viel Glück, Shepard. Okay, dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun hier. Oh Mann, das sieht alles nicht sehr gesund aus. Puh. Aber gut, das kriegen wir dann hin. So ein bisschen... ordentlich Viecher umklatschen und so. Und uns sprengen lassen. Yay. Da freue ich mich doch schon mal so richtig drauf. So, dann steigen wir erstmal in den Marco ein. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Also das ist hier das eine Teil. Und der Funkturm ist hier... Fusionsantrieb, hier ist auch noch einer. Und der Funkturm ist hier drüben. Ha. Wo war denn jetzt die... Okay. Offensichtlich muss ich da doch noch mal kurz hinfahren. So, speichern wir kurz. Da ist doch irgendwo dieser Funkturm. Hoffe ich. Wäre blöd, wenn ich... okay. Soll ich da jetzt hier einfach mal straight entlang hochfahren oder was? Nee, das wird nichts so. Ah, mal gucken, ob es hier irgendwie eine Möglichkeit gibt. Ich glaube mal, ich probiere es über diese Rampe hier drüben irgendwie. Zumindest sieht es so aus, als käme ich da irgendwo hoch. Oh Mann. Wer hat denn das hier gebaut, Mensch? Das ist doch extra nur deswegen so gebaut worden, damit ich hier mit dem Marco wieder kämpfen muss. Ah, naja. So, hier kommen wir zumindest hin. Mhm. Okay. Wo ist denn das Ding? Das müsste hier irgendwo dann sein. Ah, siehst du mal. Hier komme ich sogar einigermaßen hoch. Ja, okay. Das ist dann doch ein bisschen zu hoch. Ah. You see, da ist es doch. Da ist der Transmitterturm. Super. Dann fahren wir da mal außen entlang und dann da oben hin. Sehr schön. Der scheint so ein bisschen kaputt zu sein. So. Ja, den muss ich fixen. Okay. Und wir sind hier mal wieder am Spielen. Ach, Mensch. Datenlink zwischen dem Funkturm und diversen Forschungsstationen wurde wiederhergestellt. Die Standorte der Forschungsstationen werden jetzt auf Ihrer Karte angezeigt. Okay, gucken wir mal. Hier hatten wir schon eine, da waren wir ja vorher erst. Hier oben ist noch eine. Und hier sind die diversen anderen Dinge. Okay. Also ich glaube, ich werde mich erstmal hier so einfach im Uhrzeigersinn bewegen. So, dann fahren wir doch mal hier hin. Zum nächsten
Antrieb. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern als diese eine Folge, aber ich glaube mal, das überlebt ihr irgendwie, hoffe ich doch. Wenn nicht, tut's mir leid. Dann seid ihr leider durch mein Let's Play zu Tode gekommen, aber ich glaube mal, so schlimm wird das jetzt nicht. So, jetzt müssen wir hier vorsichtig runter. Glücklicherweise ist der Marco relativ schmerzfrei, was solche Strecken angeht. Da bin ich schon mal sehr froh drum. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier diese blöden Geschütze sind. Wo ist das denn? Das sieht man hier echt so schlecht. Können Sie mich hören? Ich habe zu viele Interferenzen. Verdammtes Ding. Tut mir leid, ich habe einige Rückkopplungen. Mal sehen, ob ich es reparieren kann. Können Sie in der Zwischenzeit einfach versuchen? Mhm. Ja, wir arbeiten dran. Ach, guck mal da. Einer weniger. Wo ist denn jetzt das fiese Teil? Muss ich erstmal finden. Gott. Ich hasse diese dummen Geschütze. Aber man sieht die hier echt nicht sonderlich gut. Wo sind die denn? Müssen hier nicht irgendwo welche sein? Oder bin ich zu weit weg? Ach, guck mal da. Okay, wir haben ja dann die Stufe aufgestiegen. Okay. Ja. Mach halt unseren Schild kaputt, du Scheißteil. So, eins weniger. So, gucken wir doch mal. Ah, okay. Ich muss hier definitiv näher ran, damit diese Geschütze aus ihren Türmen da rauskommen. So, eins weniger. Noch eins kaputt. So, irgendwo da oben ist noch eines. Oder auf der anderen Seite, glaube ich. Müssen wir mal schauen. Räums. Klock. Plack. Ah, guck mal, hier ist doch noch eins. Da gebe ich mir jetzt richtig Mühe beim Zielen. So, ein Geschütz weniger. Und dann müssen wir uns hier wieder durch die Bude prügeln. Soweit, so gut. Nochmal gespeichert. Sonst traue ich der Sache hier nicht. Immer wieder herrlich. Ein Genuss hier. So, welche Knarre nehme ich denn? Ja, die Schrotflinte ist hier, denke ich, die beste Wahl. Für irgendwelche Nahkampfbereichsdinge und so weiter. So, Kenners, dann lass uns doch mal hier. Du darfst hier hin und du darfst hier hin. Schauen wir doch mal, was uns hier Schönes erwartet. Feindkontakt! Ja, aber wo? Ach, guck mal, da oben. Oh. Au! Das ist aber nicht nett jetzt, Leute. Okay. Müssen wir mal gucken, wie wir hier vorankommen. Okay, da brauche ich offensichtlich eine andere Knarre. Hehe. So, mal ein paar weniger. Na, wo fliegt das Ding denn hin? Boah, fiese Raketendrohne. Muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwie entlang komme. Eine weniger. Die Dinger sind nämlich echt böse. Und vor allem, sie machen unglaublich fetten Schaden. So, einer weniger.
Na, kommst du raus? Das sieht so aus, als hätte da jemand ein bisschen Stress mit Tali gehabt. Na, der traut sich aber nicht, glaube ich. Schauen wir doch mal, ob wir hier entlang kommen. Hoppala. Okay, eine Drohne weniger. Ein Typ weniger. Ach Mann, das ist... Oh, ich will doch da nur weg von. Was soll denn der Mist? Eine weniger. Alter. So, noch eine weniger. Es sind nur noch zwei übrig. Na? Die traut sich aber nicht so recht, glaube ich. Gut, da müssen wir dann wohl ein Stückchen vorrücken und gucken. Weil wenn das genauso ist wie bei dem anderen Teil, dann haben wir hier nochmal einen Weg nach oben. Na, kommt ihr? Hallo, motiviertes Team. Ziel erfasst. Ich brauche ein Ziel. So, einer weniger. Au. Ist aber jetzt nicht sehr nett hier. Hey. Okay. Komm, Tali, du hast doch noch nicht mal einen Kratzer. Jetzt stell dich mal nicht so an. So, aber ich glaube, hier sind wir richtig. Und hier habe ich auch ein Medizinkit. Ich glaube aber, mehr als 7 können wir nicht mitnehmen. Aber das hier nehmen wir mit. Und mal wieder dechiffrieren. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. So. Glück, alles schön eingepackt. Noch ein Medizinkit. So gehört sich das. Wenigstens muss ich die Schrotflinte hier nicht auch nachladen. Das ist auch schon mal cool. Ah, so. Machen wir mal hier die Tür auf. Und schalten das nervige Teil ab. Ja. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Ach, komm. Sind Sie da? Sie müssen sich beeilen. Sie haben sie ernsthaft sauer gemacht. Ihr Anführer bringt überall Sprengladungen an. Ich glaube, er will die ganze Anlage hochjagen. Verschwinden Sie da! Nicht schießen, bitte! Oh oh. Wer schaltet die Antriebe ab? Ich werde Sie nicht nochmal fragen. Finde das Problem und behebe es. Raus mit dir! Auweia, das läuft jetzt nicht gut hier. So, haben wir hier noch irgendeine Kiste eventuell? Weil wir sind Shepard. Wir sind diejenigen, die immer looten, wo auch immer wir hinkommen. Oh mein. Das ist ja mal echt lästig. Fiese, komische Extremisten, die versuchen uns hier den Tag zu versauen. Das macht man doch nicht, Mensch, Leute. Aber an dieser Stelle werde ich mich dann mal wieder verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dem dritten Antrieb widmen. Und dann hoffe ich mal, dass wir das auch hinkriegen und die arme Kate da retten können und so. Also ihr Lieben, macht es gut, habt eine schöne Zeit, bis dahin und tschö!